geht's wieder. Und zwar möchte ich heute wieder einen Manga vorstellen und der heißt Dusk Maiden of Amnesia. Ich weiß nicht, ob man sieht, aber der ist ebenfalls noch eingepackt. Ich habe mir den geholt, weil ich das Cover cool fand. Ich meine, das sieht doch voll cool aus. Das Genre ist Mystery. Und hinten steht: Um alte, ungenutzte Gebäude ranken sich sehr oft Geistergeschichten. Nichts Neues, denkt sich Teiichi, während er seine Schule erkundet. Als er dabei plötzlich dem Geist eines toten Mädchens begegnet, ist er, nun ja, überrascht. Das Geistermädchen Yuko ist darüber hinaus weder durchsichtig noch angestaubt. Ganz im Gegenteil, sexy und verführerisch ist sie. Die Erinnerung an ihren Tod hat sie jedoch verloren und ist seitdem in der Schule, dem Ort ihres Dahinscheidens, gefangen. Zusammen machen sich die beiden daran, das Rätsel um Yukos Vergangenheit zu lüften. Ich finde, das klingt ja mal mega spannend. Falls ihn schon jemand kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich möchte wissen, was ihr davon haltet. Ich finde ihn auf jeden Fall richtig cool. Also jetzt mal so von dem, was ich daran habe. Ich habe mir auch gleich 2 oder 3 Bände gekauft. Auf jeden Fall auch relativ weit oben in meiner Readlist. Also was ich bald mal lesen werde. Und ja, ich bin schon mal gespannt, wie es werden wird. Und vielleicht sage ich auch noch mal was dazu, wenn ich ihn gelesen habe. Ja, das wär's dann auch schon wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal.